Hallo Leute und willkommen zum neuen Video. Wir machen heute einen Daytrip. Ein Viel Date. Spaß. Bis später. Ja, Leute, für uns geht heute nach Uluwatu. Das ist hier die Halbinsel auf Bali im Süden. Und ja, wir nehmen euch heute mit. Viel Spaß bei dem Video. So, wir sind angekommen. Wir mussten gerade eine richtig krasse Strecke mit dem Roller fahren. Riesen Weg, guckt euch die Steine an. Aber wir haben es geschafft. Wir sind übrigens ja, 1 Stunde und 10 Minuten gefahren. Das war ziemlich lange. Ich glaube, hier gibt es auch noch einen anderen Weg. Nicht den gefährlichen, den wir gefahren sind. Wie schön ist das bitte? So warm. Guckt euch mal die Palmen da hinten an. Boah, wie sieht das aus? Guckt euch mal an. Oh, der hat Angst. So, wir sind jetzt am Padang Padang Beach. Hier ist es echt sehr, sehr leer, aber es sieht echt wunderschön aus. Ich glaube, das ist nicht einer von den... Also der Strand ist sehr, sehr groß und an der Bucht, wo wir gerade sind, ist, glaube ich, generell auch nicht so viel los. Ich kann euch das mal zeigen. Also hier sind wirklich nur so ein paar Restaurants. Sonst nichts. Ich war übrigens schon mal hier in Uluwatu, nicht an diesem Strand, aber an einem anderen. Da fahren wir gleich auch noch hin. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal auf Bali war oder in Indonesien. Das ist sogar 7 Jahre her. Aber es tut echt gut, wieder hier zu sein. Und an ein paar Sachen erinnere ich mich sogar. Wieso ist hier nach? Ich habe so Angst, dass er mein Handy klaut. Nein! Komm zurück! Schade. Da, das war so steil, da runter zu fahren mit dem Roller. Jonas ist nochmal umgekehrt, hat geguckt, ob er es überhaupt hochschafft. Das ist auch viel zu steil. Leute, guckt euch das mal an. Ja, wir waren wie gesagt gerade komplett lost, hatten keine Ahnung, wo wir hinfahren. Sind jetzt an irgendeiner Bucht, an irgendeinem Strand angekommen. Also zum Sonnenuntergang wollen wir gleich noch zu solchen Klippen fahren, die richtig, richtig schön sein sollen beim Sonnenuntergang. Also da bin ich auch mal richtig gespannt. Und ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal hier oben was zu trinken, was zu essen, weil guck mich mal an, wie ich aussehe. Ich bin die ganze Zeit gefahren, ich bin richtig K.O. und habe so Hunger, weil ich nur gefrühstückt habe. Ja! So kann man auf jeden Fall auf seine Kokosnuss warten. Also Katharina und ich haben uns gerade gefragt, wie viel Milliliter in einer Kokosnuss drin sind oder wie viel Liter. Wenn das einer von euch weiß, schreibt das in die Kommentare. Also hier ist es auch relativ leer. Zu normalen Zeiten ist es wahrscheinlich hier komplett voll. Das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente, die ich bisher auf Bali hatte, als wir da gerade in der Bar saß und eine Kokosnuss hatten. Das war einfach so entspannt mit der Musik im Hintergrund. Da ist er und weiter zu den Klippen. So steil ist das hier. Kommt wahrscheinlich gerade nicht so rüber. Katharina musste gerade laufen. Sorry, dass du laufen musstest. Aber ich glaube, es ist besser für unsere Sicherheit. Okay, auch das ist peinlich. Also wir sind gerade auf dem Weg zu den Cliffs. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Irgendwie ist hier niemand außer ein paar Autos. Und die Straße sieht so aus. Wir sind jetzt beim Sonnenuntergang Place angekommen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Du hast mich gerade gefragt, wo die Klippe ist. Oh mein Gott, wie schön ist das bitte. Das sieht so krass aus. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nach Uluwatu zu fahren. Wir haben zwar noch lange nicht alles gesehen, aber das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig schön. Falling back to that place.
deep in the safe zone, but I need to let go of feelings I can't erase. I'm calm on the surface, I wish I could kick it. Time and space is floating away, just caught in a wave. I'm tired of this masquerade, it's in my veins. So Leute, Katharina und ich gehen jetzt hier noch was essen. Guten Appetit mit deinem Frühlingsrollen. Ich habe hier einen Drachenfruchtsaft. Und ja, das Restaurant sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.